Aha. Kleinen Moment und. Wundervoll. Jetzt wollen wir hier weiter mit der Tür. Ist der kaputt? Oh shit. Ja, Moment. Jetzt bin ich da. Wer will zuerst? Wer will denn zuerst? Bob? Bob will zuerst. Sagt das schon. Bob hat Bock. Du willst noch mehr? Oder? Tja, diesmal wird es etwas schwieriger, aber du wirst das schon schaffen. Töte alle Zombies bei The Hasness Residence. Und 2 Stufenpunkte, okay. Don't just stand there with your thumb up your ass. Ja. Get the job done. Natürlich, selbstverständlich. Hab ich eigentlich schon Hallo gesagt? Ich habe gar nicht Hallo gesagt. Hallo, ich bin wieder da, hier in 7 Days to Die. Und wir wollen jetzt die nächste Stufe von den Quests mal annehmen. Mit unserem wunderschönen Fahrrad kommen wir jetzt auch viel schneller voran. Jetzt guck doch mal, wie schön das ist. Ist das nicht schön? Ist das nicht wunderschön? Ich finde das schön. Wir fahren jetzt gerade nach Hause. Und dort werde ich dann mal gerade, was ich jetzt hier gerade noch erworben habe, hier den Sammler einsetzen. Zu Hause, wisst ihr, in unserem Tausammler. Und ich habe auch noch eine Flasche mit Säure gekauft, weil wenn wir jetzt irgendwann noch den Chemietisch machen wollen, dann glaube ich, ist es gut, wenn wir möglichst viele von diesen Säureflaschen haben. Und ich glaube, damit machen wir auch Reifen. Deswegen parken wir mal gerade hier und springen beherzt. Nein, du musst so beherzt springen. Genau so. So, jetzt sind wir da. Dann parken wir das hier jetzt mal gerade. Nee, hier ist schon einer drin. Hab gar nichts gesagt, aber das hier können wir mal gerade entgegennehmen. So. Und das hier können wir entgegennehmen und setzen mal gerade hier den Sammler hier rein. Wunderschön. Ja, hier bin ich schon nicht fertig. Hier müssen wir noch weitermachen. Es tut mir auch schrecklich leid, dass wir jetzt so lange hier ein bisschen Pause hatten. Dazwischen kam dann wieder Grippe und so. Wisst ihr, ihr kennt das ja bei mir. Das ist immer ein bisschen blöd. Aber dafür sind wir jetzt sofort wieder am Start, machen sofort weiter und überlegen uns, wo wir hier die Flasche noch parken können. Vielleicht hier rein. Hier, die behalten wir mal, die Coins. Trinken haben wir noch, Essen haben wir noch. Das hier könnten wir vielleicht gerade hier reinschmeißen. Das können wir dann noch zubereiten. Aber jetzt wollen wir sofort weiter für die Quest anzunehmen. Die da... Moment, wo geht's denn nochmal raus? Hier raus. Genau. Und zum Fahrrad. Und flupp. Direkt losfahren. Wo müssen wir lang? Da oben hin. Gut. Ja, ich habe Knie noch ein bisschen angeditscht. Das war ja von der letzten Nordennacht, Tag 21. Die haben ja erfolgreich überlebt. Also falls ihr die noch nicht gesehen habt, ne, würde ich euch empfehlen, die noch gerade zu gucken, damit ihr im Bilde seid. Aber ansonsten machen wir jetzt direkt auch hier weiter und geben mal gerade ein bisschen mehr Gas. Weil wir wollen ja heute noch ankommen. Und dann bin ich am Überlegen, ob wir mal eine Quest annehmen sollen, die wir nur in der Nacht machen können. Die sind dementsprechend ein bisschen gruseliger. Mir fällt gerade ein, wir haben noch gar keinen Helmod, oder? Das müsste ich jetzt mal direkt ausprobieren. Wir parken mal gerade hier. Haben wir einen Helmod? Nein, wir haben auf unserem Helm. Ja, ist ja gut, was hast du denn? Ich bin durstig, Moment. So. Ja, guck mal, jetzt geht uns besser. Wir haben zwar so einen Bikerhelm und wir könnten das Ganze mal reparieren. Das sieht das jetzt sehr gut aus. Wir brauchen bessere Kleidung, würde ich sagen. Wir haben zwar eine tolle Jogginghose hier an, aber da kann sich alles noch besser darstellen. Ah. Ist das nicht hier das Haus, wo wir hier eingebrochen sind? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Egal, wir probieren es einfach mal. Wir nehmen mal gerade hier an. Jetzt können wir nämlich direkt hier beim Briefkasten nochmal gucken. Ja. Oh, Hunters, was steht hier? Wer hat schon Zeit, sich im Jagdgeschäft anzustellen? Stelle deinen eigenen Bogen her und spare Geld für die nächste Ausgabe von Bogenjäger. Okay. Sehr schön. Du hast Holzbogen freigeschaltet. Holzbogen? Moment. Moment, lasst uns das mal gerade Holzbogen. Wo ist denn der Unterschied zwischen... Aha. Ah, dafür brauchen wir Bogenarmbrustteile. Aha, der scheint ein bisschen besser zu sein als den normalen, primitiven Bogen. Aber der ist wenigstens Stufe 4, deswegen behalten wir den jetzt gerade noch. Und dann wollen wir mal gucken. Was sollen wir machen? Wir sollen drinnen bleiben und das Gebiet säubern. Dann holen wir doch mal die Keule und hier das Messerchen. Wir legen mal alles gerade so ein bisschen mehr nach vorne. Und, hallo! Oh, die war schon entriegelt. Naja, hoppla. Wir gucken mal ganz kurz hier rein. Aha! Stahlknüppelteile, sehr gut. Das hier brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich hol's mal mit, aber vielleicht schmeißen wir das nachher nochmal raus. Wir haben ja mal ein Platzproblem. Ja, das können wir gerade noch mitnehmen. So, hier noch. Naja, damit können wir vielleicht später Antibiotika machen. Gucken wir mal. Jetzt erstmal hier ein bisschen umgucken. Hier ist ja ganz schön. Hallo. Okay, hier ist keiner. Sehr gut. Ich würde sogar sagen, dass wir das hier vielleicht gerade ein bisschen kaputt machen, damit wir noch Fluchtwege haben. Die sind immer wichtig. Außerdem kriegen wir davon noch Klos. So, jetzt sind wir da. Jetzt können wir hier drüber springen oder auch nicht. Ja gut, machen wir den hier noch weg. Jetzt können wir aber beherzt springen. Mann! Ich wollte ja auch noch ursprünglich das hier wegmachen. So, jetzt haben wir aber alles weggemacht und können das hier noch mitholen. Können wir das hier gerade noch mitholen? Ja, wundervoll. So, jetzt. Nettes Bild.
Vielleicht mal gerade hier gucken. Ja, hier ist ja keiner, ne? Ne, hier ist keiner. Hier sind irgendwie gar keine. Wo sind denn die ganzen Leute? Oh, Moment. Böse. Falle. Macht Pixi Pixi. Okay, ich habe das Gefühl, hier waren wir schon mal. Wir waren doch hier schon mal. Irgendwie kriege ich gerade so ein Gefühl, dass wir hier schon mal waren. Ja, das war dein Fuß. Das tut mir leid. Ah, das ist Marleen. Warte, Marleen. Warte doch. Marleen, du musst aber auch ein bisschen warten. Ich bin doch nicht so schnell. Komm her. Nein, nein, jetzt nicht abhauen. Nein, Marleen. Ah, Marleen. Okay, wir gucken mal, ob wir einen anderen Weg nach unten finden. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut, beruhigt euch. Ah, da geht's runter. Okay, okay, ja, ich komme. Ich komme. Wartet doch auf mich. Nee, Moment, warte, das ist Garage. Doch, hier geht runter. Wir können mal gerade noch gucken, was hier oben ist. Ist hier oben etwas? Ja, Müll. Ja, nehmen wir mit. Kleber ist immer gut. Kleber können wir immer gebrauchen. Hier ist so eine Mülltonne. Da gucken wir natürlich auch noch rein. Und ein bisschen Schrott, Metall. Ist okay. Ja, Pilze sind auch nicht verkehrt. Ich komme sofort. Wartet gerade bitte. 2 Sekunden. Bin sofort da. Jetzt komme ich. Hallo. Na, oh, ich hätte echt gern mehr Licht. Also die Kopflampe wäre jetzt schon noch eine Idee, ne? Hallo. Ich bin jetzt da. Ach so, oh, shit. Nee. So. Und. So. Oh, hier. Moment, warte, warte, ich muss doch nachladen. Oh ja, das war schön. Das war gut. Moment. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Warte, ich helfe dir. Du hast da was im Kopf stecken. Warte, ich hol dir raus. So, guck mal hier. Ich bin auch nett. Hallo. Oh, hier sind aber viele. Moment, den holen wir mal gerade noch so. Ja. Oh, Marleen ist aber sehr langsam unterwegs. Das finde ich gut. Oh, hast du einen tollen Anzug an, Carsten? Oh, der steht dir unheimlich gut. Also weiß. Du, weiß ist deine Farbe. Kannst du gut tragen. Ja, er ist ja gut. Oh, shit. Karl. Karl, hi. Schon lange nicht mehr gesehen, ne? Wie geht's dir denn so? Na, hast du schön geschlafen? Du kannst dich eigentlich auch wieder hinlegen. Hat sich auch gar nicht gelohnt aufzustehen. Ich gucke nochmal ganz kurz, was hier noch drin ist. Holz. Jetzt hier Ruhe. Jetzt ist gerade hier Ruhe. Wir sind aber noch nicht fertig. Wir haben sie noch nicht alle. Machetenteile. Sehr schön. Zumindest im Spiel. Was haben wir hier noch? Steinfall. Gib mir den Steinfall. Okay, gut, haben wir. Hier ist alles ganz nett. Leichen, ja, okay, warte. Danke. Okay, wenn wir jetzt gerade hier Ruhe haben, könnten wir doch gerade einmal diesen hier machen. Ich glaube, das brauchen wir für die Zukunft. Wir wollen ja noch auf Zement gehen und wir kriegen dadurch auch noch ein bisschen Level. Das ist schön, das ist schön. So, hier ist ja keiner. Dann können wir mal gerade nochmal diesen machen. Dann könnten wir das hier vielleicht auch uns gerade ein bisschen näher hinlegen. Okay, hier ist rotes Licht. Was tut es? Es leuchtet rot. Ja, gut. Dann vielleicht auch hier ein bisschen weitermachen. Oh, wir kriegen sehr viel Samen. Hallo. Ah! Ah! Oh. Schreck mich mal. Also, wie gesagt, ich habe hier das Gefühl, wir waren schon mal irgendwie hier. Stimmt. Jetzt haben wir die Quest angenommen, deswegen wurde ja wieder alles repariert. Deswegen. Genau. Na gut, jetzt habe sogar ich verstanden. Moment, hier war noch. Nee, hier ist. Nee, ist okay. Gut. Dann gehen wir jetzt mal hier runter, weil ich denke, das ist der sichere Weg. Oder ist das nur so durch? Das ist nur so ein Durchgang. Okay. Aber wir waren noch nicht oben, ne? Wir müssen nach oben gehen. Dann ist hier aber alles soweit klar. Ne, hier ist alles nicht. Ne, da können wir gehen. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Das war ja irgendwo hier in die Richtung. Und dann da und dann nach links, rechts. Wollte ich auch ursprünglich sagen. Hier steht noch ein Reifen, das ist okay. Und hier könnte man noch gerade gucken. Ja, wieder Nägel. Jo, das können wir auch gebrauchen. Nägel können wir auch immer gebrauchen. Ja, dann gehen wir mal hier hoch. Und holen gerade das hier noch mit. Sehr schön. Jetzt sind wir auch schon bald wieder ziemlich voll. Und können gleich wieder abwägen, was wir brauchen. Das hier können wir schon mal wegschmeißen. Das gibt nur, ist da nur eins. Und das hier auch. Davon haben wir auch, glaube ich, genügend. So, vorsichtig. Hallo. Okay. Oh, 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 oh. Moment. Ja, ich bin... Hi. Warte, ich mach so. Hi. Gefällt dir das? Ist das schön? Willst du nochmal? Guck mal hier, ich hab nochmal. So, jetzt bleib einfach liegen. Dann kann ich nämlich gerade hier noch lesen. Big Hitters. Erfahre alles über die neuesten Knüppel und Schläger für Sport, Heimverteidigung und Bandenkriege. Wundervoll. Und damit haben wir Knüppel, Baseballschläger, frei. Oh, ein Baseballschläger. Wundervoll, liegen wir stolz. Sehr schön. Können wir uns einen Baseballschläger bei Zeiten machen? Was ist das denn für ein... Das ist aber seltsam. Okay, Hundebild. Ja, schön, schön, schön. Nochmal Samen. Hier ist doch eine Tür. Wartet, dann machen wir vielleicht so. So. So.
Jetzt bin ich dabei, jetzt war schon noch hier. Und so. Aha, aha. Aha, kleinen Moment. Und. Wundervoll. Jetzt wollen wir hier weiter mit der Tür. Ist der kaputt? Oh, shit. Ja, Moment. Moment, Moment. Jetzt bin ich da. Wer will zuerst? Wer will denn zuerst? Bob? Bob? Bob will zuerst. Merkt das schon. Bob hat Bock. So, jetzt aber auch die Dame mal, ne? Wir müssen aber auch die Dame bedenken und beherzigen und hast das gesehen. So, jetzt ist ja gut. Bob! Bob! Bob, bitte! Bitte, Bob. Bob. Meine Güte. Bob übertreibt das manchmal. So, hier machen wir noch ein bisschen kaputt. Können wir ja alles einsammeln. Dankeschön. Oh, Kleidung. Ist da was Gutes dabei? Ja, gibt uns einen Rüstungswert von 4,9, aber ein bisschen weniger Ausdauer, Beweglichkeit und eine Geräuscherhöhung. Ja, ich hol's mal mit. Ja, sagen wir mal so. Okay, das holen wir auch mit, süßer Hund. Hier, ja, komm, wenn wir schon dabei sind. Da war noch was, ne? Aber wir sind fertig. Komischer Stuhl hier. Was ist das hier für ein komischer Raum? Aber okay, aber das ist da nicht der Lootraum gewesen. Hier geht's doch weiter. Das müssen wir jetzt gerade noch herausfinden. Was ist das denn für ein Zeichen? Säubere Gebiet. Drinnen bleiben. Ne, wir sind noch nicht fertig, oder? Vielleicht gucken wir mal gerade noch hier. Was hier? Ja, okay. Lappen. Badewanne. Okay, nett, nett, nett. Oh, Mülleimer. Geht nicht. Okay. So. Jetzt müssen wir mal gerade ganz kurz nachdenken. Wir müssen da hoch. Mal hier auf die Matratze. Und hier hoch. Wow. Hallo. Ja, ja. Zurück zum Händler. Jetzt können wir zum Händler. Ist hier keiner mehr. Scheint ziemlich verlassen zu sein. Wir dann. Gut. Ist ein bisschen morsch. Ist schon ein älteres Haus. Da muss man Abstriche machen. Oh, oh. Wartet mal gerade. Nehmen. Tragen. Ja, genau. Ich glaube, die hier sind schlechter. Lasst uns mal das hier gerade wegschmeißen. Und das hier. Und da kommt ein R-R-R-R-Dings. Können wir das alles mitnehmen? Können wir nicht. Moment, ich muss wegschmeißen. Das hier brauchen wir nicht unbedingt. Die Pilze will ich behalten. Sand. Sand. Ja, nee, Sand brauchen wir eigentlich auch nicht unbedingt. Ne, kommen wir mal weg. Das hier auch nicht unbedingt. So, dann können wir das hier mitnehmen, was ich jetzt gerade auch rausgeschmissen habe. Doppelt gemoppelt, ne? Hier ist jetzt alles leer. Okay, gut. Dann gucken wir mal gerade noch hier. Oh. Erlerne lebensrettende Fertigkeiten. Stelle Verbände und medizinische Zubehör aus gewünschten Haushaltsgegenständen her. Natürlich. Benutzen. Ich meine, ja, benutzen. Genau, richtig. Und noch gerade hier gucken. Hier gucken wir gerade noch. Oh, bist du es leid, gemobbt zu werden? Verleihen deinen Rivalen eine dicke Lippe mit einem schön platzierten Schlagring. Ja, okay. Ist jetzt nicht so wichtig. Guckt weg. Ich spar mal Topfen raus. So. Okay, jetzt wollen wir gerade noch da hinten gucken. Und dann haben wir es eigentlich hier schon. Da sind wir fertig. Kann ich mal gerade hier noch öffnen? Bitte. Danke. Oh, ein Schlagstock Stufe 3. Auch nett. Kann man den mal gerade mit dem hier vergleichen? Oh, ich höre was. Moment, nicht vergleichen. Sieht ihr in dieser fantastischen Ausgabe von Rifleworld oder Rifleworld alte und moderne Jagdgewehre an? Okay, bitte, danke. Brauchen wir das hier? Ne, das hier brauchen wir nicht. Aber könnten wir zerlegen? Zerlegen. Dann schmeiße ich das hier raus, okay? Gut. Und das hier ist noch reduzierter Fallschaden. Habe ich den jetzt schon in meinen Schuhen? Verändern? Nein. Bumm. Und die hier, die haben nichts drin. Okay, gut. Okay, jetzt haben wir. Was ist das hier? Als Sandwich. Ja, dann holen wir das wieder mit. Und gehen jetzt nach Hause, weil wir es jetzt geschafft haben. Dafür holen wir einfach hier den Weg. Okay, alles gut. Jetzt ist so ein bisschen schlecht Wetterfront. Das ist aber nicht weiter schlimm. Weiß jemand, wo ich mein Fahrrad geparkt habe? Ah, hier. Eigentlich könnten wir gerade noch zum Droppy, hier zum Airdrop, lo, weil wir ja Platz haben, hier in unserem Fahrrad vielleicht weniger wichtige Sachen zu verstauen. Vielleicht das hier noch und das da. Ja, warte, warte, mach mich jetzt nicht nervös, warte. Mach mich jetzt nicht nervös. Nein. Till, guten Morgen. Na, also eigentlich ist es ja schon Mittagspause, ne? Hast du denn Hunger? Ich hab doch keinen Hunger. Wir könnten ja später was zusammen essen gehen, aber wenn du keine Lust hast, kann ich das auch verstehen. Das ist okay, dann gehe ich ihm halt alleine. Okay, dann machen wir jetzt hier einen Bogen. Flupp. Oder? Nee, hier links. Ich denke, wir haben jetzt genügend Platz für noch den Airdrop zu holen. Ausdauermäßig sind wir ein bisschen angeschlagen. Ja gut, das ist jetzt auch, weil wir ein bisschen zu viel tragen. Und unser Knie, ne? Wir haben ein kaputtes Knie, eine Schürfwunde.
Mit Aloe-Creme. Aloe-Creme. Haben wir Aloe-Creme? Ich glaube nicht, dass wir Aloe-Creme haben. Erste Hilfe für Männer oder Verbandskästen. Echt? Ich will meinen Verbandskasten jetzt dafür opfern. Nein. Ach, die 30 Minuten mit der Schurfwunde, der trocknet an der Luft. Also im Moment jetzt nicht, weil es regnet, aber wenn es dann trocken wird, dann trocknet es an der Luft. Glaubt mir. Da passiert der Schurfwunde nichts. Die heilt von selbst. Was waren wir hier schon mal? Nein, hier waren wir noch nicht. Okay. Was ist das hier? Kann man hier was essen? Was ist das? Das scheint. Oh, ja, lass mich. Aha, jetzt sieht es ja militärisch aus. Vielleicht sollten wir das so dicht fahren, dass hier Minen verlegt sind. Dann sehen wir auch gleich ganz alt aus. Okay, interessant. Ja, gut, ja. Mag ich jetzt noch nicht hin. Ja. Vielleicht gibt es da auch eine Quest. Müssten wir uns auf jeden Fall angucken. Scheint groß zu sein. Scheint aber auch gefährlich zu sein. Und ihr wisst ja, wie ich mit gefährlichen Sachen so halte, ne? Immer schön vorsichtig. Könnte ja sonst was passieren. So, oh! Was war da für ein Holzbalken? Schlimm. Dann macht ja mein Fahrrad kaputt. Ja, ist ja gut, wartet doch. So, hier parken. Nein, nein, nein. Wo ist jetzt. Ich sehe immer Dinger, dann steige ich ab und verliere aus den Augen. So, ja, was, wo? Moment, ich habe hier was für dich. Ich kann sogar nachladen. Oh, Marleen, Marleen, sag doch, dass du kommst. Marleen, du bist äußerst leise. Was soll das? Warum bist du so leise? Kauf dir Stöckelschuhe. Du hast ja gar keine Schuhe. Oder kauf dir gute Wanderschuhe. Aber so gar keine Schuhe tragen. Entschuldige bitte. Du trägst ja einen Schuh. Nur halt, nur einen. Und dann so komische Sandal-Dinger, so kleine Schläppchen. Also, das ist kein gutes Schuhwerk für in der Wüste. Hier wachsen Kakteen. Ich finde das keine gute Idee. Ich würde mir da besseres Schuhwerk besorgen. Aber jeden macht das ja auch anders. So, jetzt lass mich mal gerade gucken. Wir holen das hier mit da. Wenn ich das hier jetzt noch mithole. Was jetzt? Alles gut hier? Alles gut hier, ne? Ja, alles gut hier. Dann öffnen wir das. Dann öffnen wir das gerade noch. Was kriegen wir raus? Oh, zweimal Wiring. Schnell lesen. Die Werkzeuge sehr gut lesen. Und dann kriegen wir auch direkt Stahlwerkzeuge freigeschaltet Qualität 2. Aber wir haben ja noch gar keine. Wir können auch gar nicht mit Stahl arbeiten. Das geht noch gar nicht. Sieh dir die neuesten Rüstungsdesigns an. Aha, gut. Okay, das war trotzdem. Haben wir jetzt ein bisschen was bekommen. Und auch hier so Motorwerkzeugteile. Auch nicht verkehrt. Hier haben wir geguckt, ne? Nein, haben wir nicht. Gut, jetzt könnte man mal eigentlich an sich. Ach, das war das andere. Ist okay. Dann könnte man an sich jetzt wieder zurück zum ausgesprochen freundlichen Rekt. Wir könnten noch was essen. Können wir das während dem Weg? Das geht nicht. Ja, dann musst du gerade aushalten. Das schaffst du. Congratulations. Here's your reward. Dankeschön. Sacke. Hier hast du, was ich dir schulde. Okay, ich habe die Zombies getötet und freut sich darüber. Speck mit Ei natürlich nicht. Pflastersteine, naja, Holz ist auch Taschenmod für Rüstung. Ist vielleicht nicht ganz verkehrt. Mündungsbremse-Mod, was macht die? Lenkt die antreibenden Gase ab, um den Rückschlag zu vermindern. Ja, komm, das holen wir mal. Oder? Ich glaube, das nehmen wir mal. Und wir machen natürlich noch vielleicht die Stromzufuhr wiederherstellen bei Nacht. Naja. Wir haben ein Gebäude gefunden, das sich gut als neuer Außenposten eignet. Geh nach Crypts und setze die Generatoren zurück. Beseitige alle Zombies, die du dort findest. Du musst diese Aufgabe bei Nacht erledigen, um nicht von den Feinden entdeckt zu werden. Denk daran, eine Fackel mitzunehmen. Ah, shit. Ja. Ja. Wir reden mal gerade mit dem, weil ich will mal gerade gucken. Klappe zu. Ob der hier einen Helm hat. Ist da jetzt auch die Mod dabei? Ist der. Wir haben ja auch gar kein 3000, kriegen wir ja gar nicht hin, ne? Wir haben zu wenig Geld. Shitty. Ich bräuchte unbedingt mal Helm-Mod. Gibt es das? Helm. Okay, Mod? Gibt es das vielleicht hierbei alles? Alles? Ne, Essen? Alle. Alle. Ne, hier alle. Hier ist alle. Aber wenn ich jetzt Mod eingebe, kommt dann Robotik, Bauplan, das da, aber keine Helm. Wir brauchen unbedingt Licht. Wir haben. Ja. Ja, ist gut, lass mich in Ruhe. Gut. Wir bräuchten eigentlich für die Nacht-Quest noch eine Helm-Mod, also ein Helmdicht, aber wir haben keins. Dann machen wir es eben halt so. Aber dafür können wir mal vielleicht gerade hier das da reinmachen. Jo, abschließen. Dankeschön. Wenigstens das erreiche ich. Ich würde sagen, ich tue jetzt das Zeug zu Hause erstmal ausräumen. Und dann mich vielleicht noch mit ein paar Fackeln eindecken. Wo ist mein Fahrrad? Ach so, rechts. Shit. Ja, ich park da zu Hause.
ich bastel noch ein paar Fackeln, die holen wir uns dann mit, dann setzen wir die ihm halt auf den Boden, das wird schon irgendwie so gehen. Aber wir brauchen unbedingt noch einen Helmut. Jetzt haben wir Tag 2 und sonst hab doch keinen Helmut. Hab zwar ein Fahrrad, aber kein Licht. Na gut, egal. Ich hoffe, es hat euch bis dahin so ein bisschen gefallen. Und ich kann euch jetzt nur noch eine wunderbare Zeit wünschen. Ja, ja, was auch immer das bedeutet. In diesem Sinne, tschüss. Oh, da ist was gekochen. Oh, da ist ein Häschen. Moment. Ist ja ein Häschen. Ah. Ist es noch da irgendwo? Moment. Ja. Okay, und fang. Los. Häschen, bleib doch hocken. Häschen. Ja, Häschen. Nein, Häschen. Bitte. Häschen. Warte. Ah, shit. Häschen. Nein, warte doch. Ich hab hier was Schönes für dich. Guck mal. Häschen. Na? Häschen. Komm hier. Nein, Häschen, warte doch. Bitte. Ich hab hier ein ganz tolles Maschinengewehr. Siehst du? Das braucht doch nur einen Schuss. Guck mal, ist doch ganz, ganz verträglich, oder? Es tut mir leid, aber ich brauche auch mal Fleisch und überhaupt. Und es tut mir leid. Okay, schönen Tag noch. Tschö. Wo ist jetzt wieder mein Fahrrad? Da hinten.